Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu The Skyhaber. Zur nächsten Folge und ich habe ein bisschen weiter gebaut, aber nicht hier oben. Also ich habe das Haus hier gebaut. Das zeige ich jetzt, glaube ich, als erstes. Ich habe vor allen Dingen bei den unteren Bereichen, bei den Slums weitergebaut. Ich hatte da in der ersten Folge angesprochen, dass ich dort gerne was machen würde. Und ja, das habe ich jetzt gemacht. Erstmal das Haus hier. Ist ein etwas größeres Haus als sonst. Hier haben wir einen kleinen Pool, ne? Da kannst du schön reingehen und ein bisschen rumschwimmen. Das ist absolut fantastisch. Außerdem, ja, gut, hier fehlen noch ein paar Türen, ne? Fällt mir jetzt gerade erst auf. Und eine wunderschöne Klingel. Das mache ich jetzt gerade mal ganz kurz. Ah, hier habe ich Türen gemacht. Okay, interessant. Hier hinten aber nicht. Dann mache ich hier einmal ganz kurz die Tür hin und auf diese Seite ebenfalls nochmal, denn dieses Haus hat einen kleinen Garten mit dem Pool. Und ja, wir gehen mal ganz kurz rein. Von innen ist es natürlich nicht eingerichtet. Hier haben wir eine kleine Lampe drin. Ansonsten, das ist die obere Etage. Wir haben von hier aus die Möglichkeit, auf diesen kleinen Dachgarten hier rauf zu gehen. Von da aus hat man natürlich eine wundervolle Aussicht auf den großen Turm. Von hier aus auch. Das ist ein kleiner Balkon. Und ja, mehr ist hier aber auch nicht. Genau, einfach nur ein Haus, was hier steht, weil das hat ganz gut hierhin gepasst. Und ja, mal schauen, wie wir den Rest hier füllen werden. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt als nächstes wirklich mal die Slums an, denn dort habe ich wirklich sehr, sehr viel weitergebaut. Okay, also als allererstes, hier steht jetzt so ein kleines Häuschen. Und das ist schon eins der wohlhabenderen Häuschens, sage ich mal. Jedenfalls, man kann hier jetzt reingehen, wunderschöne, viel ist da nicht drin, eine Kiste und eine Workbench. Und hier hinten haben wir eine Taverne, die ist sogar eingerichtet. So, man kann hier reingehen. Hier habe ich sehr viel mit diesen Korallenblöcken gearbeitet. Hier haben wir so einen kleinen Tresen mit einem Braustand, Armor-Stand. Hier hinter ist die Küche. Ja, hier ist sogar ein Brot, zwei Öfen, nichts Besonderes. Ja, die Taverne, meine Damen und Herren. Und die ganzen Slums, die befinden sich jetzt gar nicht mal hier außen dran, weil hier außen war ja nur so ein kleiner Vorsprung. Und es ist etwas unrealistisch, wenn sie alles hier dran bauen würden. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben sich in den Berg reingeschlagen. Und zwar geht es jetzt hier rein. Diese Straße, die einmal durch den Berg durchführt, führt einem wirklich komplett unter der Insel durch. Also wir kommen gleich auf der anderen Seite der Insel wieder raus, dort hinten. Und innen drin haben sich dann die ganzen Slums angesiedelt. Und das möchte ich euch mal zeigen. Also wir gehen jetzt erstmal hier rein, ne? Hier schön überall auch mit dem Holzboden. Und jetzt sind wir hier nämlich angekommen in der Schlucht, wo ja sich die ganzen Slums angesiedelt haben. Da gehen wir jetzt als allererstes erstmal runter. So, wir haben jetzt entweder die Möglichkeit, auf diese Zwischenebene zu gelangen. Und ihr seht jetzt, überall sind jetzt hier so kleine Höhlen, die die Bewohner sich hier reingeschlagen haben, mit Lagerfeuern drin. Unten ebenfalls, hier unten sehen wir hier, hier haben wir so eine kleine Höhle mit so einem Lagerfeuer. Hier drüben ebenfalls, hier ist noch eine, ne, hier auch mal eine, da eine. Auf jeden Fall, hier haben sich die ganzen Slums angesiedelt. Hier haben wir eine kleine Verbindung zu hier unten. Das zeige ich auch nochmal. Das kennt ihr, glaube ich, auch noch nicht. Und hier haben wir noch eine Höhle. Ja, auf jeden Fall, hier haben sich halt die ganzen Slums angesiedelt. Außerdem geht es, wenn man jetzt über diese sehr, sehr stabil wirkende Brücke rüber geht, dann haben wir hier noch einen Gang, der hier in den Fels reingeschlagen wurde. Der hier die ganze Zeit an der Schlucht entlang geht. Und wenn wir diesem Pfad folgen, dann, pass mal auf, Moment, dann kommen wir hier hinten raus, auf der anderen Seite von der Ravine. Ihr seht jetzt, wenn ich hier unten entlang gehe, dort hinten war eine vorhin, dort hinten sind die ganzen Slums gewesen. Und hier sind wir jetzt auf der anderen Seite, hier habe ich allerdings nichts gebaut, nur so ein paar Korallen und sowas. Aber ich kann mal ganz kurz zeigen, wir sind dann hier. Dort hinten ist die U-Bahn. Also das ist schon relativ weit weg. Ich kann mal ganz kurz hochgehen. Wir sind jetzt hier, ne? Also das ist gar nicht mal die kleinste Ravine, die wir da ausgebaut haben. Ja, ich habe hier ein paar Höhlen ausgeleuchtet, nichts Spannendes.
Und ich würde sagen, wir fliegen mal ganz kurz wieder zurück. Denn ja, die habe ich jetzt mal ganz schnell hier gezeigt. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier entlang. Denn hier kommen wir jetzt auf der anderen Seite raus, wie schon angedroht. Jetzt haben wir einmal komplett die Insel hier überquert. Oder unterquert, besser gesagt. Hier haben wir noch ein kleines Häuschen. Hier haben wir eine kleine Höhle drin. Nichts Besonderes. Hier geht jetzt ein Weg runter. Von hier oben. Den hat die Stadt dann finanziert, weil der sieht ja noch einigermaßen normal aus, sage ich mal. Und diesen Weg habe ich zum einen runtergeführt, damit die Slums von hier aus auch eine Anbindung haben, aber zum anderen, weil der Weg hier weiter lang soll und diese Insel hier mit anbinden soll. Das ist der Grund, warum hier ein Weg runtergeht. Ja, und natürlich halt die Anbindung der Slums. Die haben sich auch was geleistet, und zwar geht jetzt hier ein Weg unten drunter durch. Nach hier unten unter die Insel. Und hier haben wir jetzt diese Anbindung in die Ravine, die wir vorhin gesehen haben. Ne? Die verläuft jetzt hier entlang. Und ja, hier habe ich aber auch noch nicht weitergebaut. Okay. Mehr war's. Das war's eigentlich auch schon. Mehr habe ich nicht gebaut. Und ich war tatsächlich relativ lange am Überlegen, wie ich diese Slums bauen will. Weil eigentlich ja mal schon so ein bisschen kaputt, so ein bisschen zerfallen. Mein Handy vibriert, sehr schön. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, dass da noch Leute drin wohnen. Deshalb, es darf auch nicht zu verfallen aussehen. Also Spinnenweben und sowas macht da keinen Sinn. Und dann ist es wirklich gar nicht mehr so einfach, in Minecraft das Ganze umzusetzen. Ich bin jetzt am Ende auf die Idee mit den Lagerfeuern gekommen. Aber gut. Ich werde jetzt auch erstmal nicht mehr hier unten weiterbauen, weil mir ist gerade so ein bisschen die Lust vergangen, bei den Slums weiterzubauen. Ich werde mal schauen, dass ich den Weg hier fortführen werde, bis hier hinten. Und ansonsten werde ich hier noch ein paar Gebäude hinstellen, denn hier oben muss es ja auch weitergehen. Okay, Leute, ich würde sagen, wenn euch diese Folge von The Skyhaber gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo, wenn es ihr nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, Leute. Macht's gut und ciao.